Ich habe einigen Kunden erzählt, dass ich auch YouTube mache. Die sind natürlich sehr neugierig. Und oh, jetzt kriege ich gerade einen Anruf. Gehe ich jetzt nicht ran. Ich mag es nur, wenn ich weiß, wer anruft. Speziell nicht, wenn ich ein YouTube-Video drehe. Also folgendes, die Frage, also ich werde oft gefragt, wenn ich eine Kundin sage, ich mache YouTube-Videos, dann fragt sie mich oft, ja, kann man damit Geld verdienen? Gut, es ist immer oft, ich sag mal, für Leute ist es generell immer wichtig, mit, ob man damit Geld verdienen kann oder nicht. Es ist halt so, Menschen sind halt so geldfokussiert. Aber dazu habe ich eine gute Antwort, weil ich kenne mich da relativ gut aus, also im Internet generell mit Geld verdienen. Und über YouTube weiß ich natürlich auch so ein bisschen was. Ich hatte mal sogar ein eigenes Werbenetzwerk früher. Also da kenne ich mich echt gut aus. Um das nochmal zu betonen. Es ist so, wenn du unter 1000 Ansichten hast pro Video, dann rentiert sich das so gut wie gar nicht, Werbung zu schalten. Weil du kriegst vielleicht mal 50 Cent oder 1 Dollar, sagen wir mal 1 Dollar pro 1000 Ansichten, wenn überhaupt. Es kommt natürlich ein bisschen auf das Land drauf an und auch auf das Thema, um was es geht. Du kannst davon ausgehen, dass du zwischen 50 Cent pro 1000 Ansichten und sagen wir 3 Dollar bekommst. Geh eher mal von den 50 Cent aus. Das heißt, wenn du ein Video reinstellst und du hast 1000 Ansichten, dann kriegst du gerade mal 50 Cent. Wenig. Wenn du jetzt davon leben willst, kannst du das vergessen. Ich habe bei mir meine Grundregel für meine Kanäle ist jetzt folgende, weil ich da schon so ein bisschen drüber nachgedacht habe, aber das lasse ich auch so ein bisschen die Intuition entscheiden. Ich habe mir gesagt, ich und Oana, wir machen das erst an die Werbungen auf dem Kanal, sobald wir über 10.000 Ansichten pro Video haben. Also wenn wir merken, dass ein Video oder zwei Videos ganz klar über 10.000 Ansichten gegangen sind, dann schalten wir das ein. Ja, weil dann, sagen wir mal, dann geht es schon vielleicht auf einen Dollar. Also umso mehr du Ansichten hast, umso mehr geht es rauf, bis vielleicht 4, 5 Dollar maximal. Aber ich schätze mal eher so zwischen 1 und 2 Dollar, dass sich das einpendelt. Und jetzt gehen wir mal von 1 Dollar aus. Das heißt, du würdest für ein Video, wenn es 10.000 Ansichten hat, würdest du 10 Dollar machen. Wenn du jetzt, wenn es Menschen ums Geld machen geht, dann werden sie natürlich die Videos so machen, dass sie besonders dem YouTube entsprechen. Das möchten wir nicht. Wir möchten die so machen, dass sie uns gefallen und nicht den anderen. Weil ich habe auch so ein bisschen dieses Thema bei Filmen. Die Filme, wenn ich nehme am liebsten das Beispiel Transporter. Das ist so ein kratteliger Film jetzt vom Schnitten her gesehen. Der mit Jason Statham, der erste ging noch, ja, aber der dritte ist nur noch ein Scheiß an Schneiden und alles ist nur noch schnell. Handlungen werden gar nicht mehr fertig gemacht, bevor die geschnitten werden und gleich zur nächsten Szene. Es ist aus Filmmachersicht, es ist ein totaler Scheißfilm und vor allem das Problem ist, aus meiner Sicht, ist diese Welt, die immer schneller wird, ja, und immer mehr angespannt ist, das sind wir nicht und das möchten wir auch nicht. Wir möchten eher da eine Art Ruhe reinbringen und Spaß natürlich auch. Und deswegen werden wir das so gestalten, wie wir das wollen. Dann wird es natürlich ein bisschen länger dauern, aber wir haben es ja nicht eilig. Im Sein hat man es nicht eilig. So, ja, und also man kann schon damit Geld verdienen, aber man muss 10.000 bis 100.000 Ansichten haben, wenn nicht mehr. Und ja, dann kann man sich das ausrechnen. Also ein Video, 10.000 Ansichten, 10 Euro, sagen wir mal, oder 10 Dollar. Nimmst du, wenn du jetzt jeden Tag ein Video reinstellst und jeden Tag geht es über 10.000, dann kommst du auf 300 Euro im Monat. Das ist ja nichts, ja. Wichtig dabei ist aber auch noch eine Sache, ist, dass du kannst natürlich auch andere Sachen in deinen Videos dann verkaufen und
wollte ich noch was sagen dazu? Ja, genau. Und wenn du jetzt zum Beispiel, du kriegst immer 10% von deinen Subscribern ungefähr klicken auf 10% von deinen Subscribern klicken auf die Videos, die du gemacht hast. Das heißt, wenn du jetzt 100.000 Abonnenten hast, dann klicken vielleicht 10.000 auf dein Video. Das heißt, du brauchst 100.000 Abonnenten, damit du konstant 10.000 Ansichten bekommst. Und das ist natürlich schon ein ganz schönes Stück. Und deswegen sind die, die 1 Million Abonnenten haben, eigentlich die einzigen, die wirklich damit Geld machen. Ja. Und das wird sich aber so mit der Zeit herausstellen, was sich ergibt. Das andere ist natürlich auch klar, umso größer der Markt ist, umso mehr kannst du da abstauben. Wenn du jetzt zum Beispiel in der Tschechei, den Kanal, den ich in der Tschechei jetzt mache, oder in Tschechisch, damit plane ich nie Geld zu machen, weil es gibt nur 10 Millionen Tschechen, die meisten davon haben noch nie YouTube geschaut wahrscheinlich. Oder nur einmal. Und in Deutschland sind 80 Millionen Deutsche, wenn du jetzt, glaube ich, Schweiz und Österreich dazu nimmst, sind wir etwas über 100 Millionen, glaube ich, oder 120, das weiß ich jetzt nicht so genau. Dann ist es schon interessant. Dann kannst du sagen, okay, 1% von allen Leuten, wenn sie deinen Kanal toll finden, ja, dann hast du schon was. Noch geiles in Englisch oder noch geiles in Spanisch. Deswegen wollen wir uns stark auf den spanischen und auf den englischen Kanal konzentrieren, weil irgendwann mal wollen wir vielleicht schon das hauptberuflich machen, weil da kommt nämlich noch eine andere Sache dazu. Ich war nämlich, als ich 11 war, wollte ich unbedingt Filmregisseur werden. Und ich habe alles gewusst über Krieg der Sterne, wie das gemacht wurde. Ich wusste alles über Steven Spielberg oder Francis Ford Coppola, über, wie heißt die, der Alien gemacht hat, Ridley Scott. Dann, wie noch, Stanley Kubrick, ja, alle diese, James Cameron und natürlich, und das hat mich immer wahnsinnig interessiert und deswegen gehe ich jetzt volle Kanne in die Richtung, weil ich einfach Bock drauf habe und weil sich das einfach universumstechnisch so ergeben hat. Und dann schauen wir mal, ob das mehr so in Info-Videos geht, wo ich einfach erkläre. Oder ob das in Interviews geht. Interviews möchte ich natürlich auch machen. Ja, genau. Wenn das jemand hört, in München ist oder in der Nähe oder von weiter weg und will einfach, dass ich die interview die Leute, also dich interviewe, wenn du interessant bist, denkst, dass du interessant bist, dann machen wir das gerne. Und oder ob das in Feature-Films geht, dass wir jetzt wirklich Filme machen. Wobei ich wirklich das Gefühl habe für mich, ich möchte vor allem auf YouTube die Sachen machen, ja. Also vielleicht dann Crowdfunding technisch finanzieren und dann kostenlos die Filme auf YouTube darbieten. Fände ich auch geil. Wenn du jetzt einen Feature-Film machst, sage ich mal, 10 Millionen Crowdfunding dir holst, den Film machst und dann kostenlos hergibst. Ich finde das fände ich ziemlich cool. Und die Leute, die das dann sponsoren, die können irgendwelche Specials bekommen, zum Beispiel zur Premiere kommen dürfen oder irgendwas. Das wäre eigentlich sehr, sehr witzig, weil so Kinoseele kann man sich auch vermieten und so. Eine sehr geile Idee. Kommt man so spontan auf neue Ideen. Ja, das dazu. Bis bald.